Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir stehen immer noch in der Weltenreisekammer und haben den Weg nach Muspelheim freigeschaltet. Und wir wollen jetzt mal natürlich schauen, was uns dahinter erwartet. Ob wir überhaupt schon was machen können hier oder ob wir hier gänzlich verkehrt sind. Ach, zumindest gibt es wieder einen Zwerg. Gut, jetzt möchte ich aber die Welt mal erkunden. Verlorene Sprache abgeschlossen. Die Welt des Feuers. Ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Tja, das soll das größte Feuer von allen sein, nicht wahr? Muspelheim. Die uralte Welt des Feuers. Hat deine Mutter davon erzählt? Nicht besonders oft. Ich meine, es spielen ja auch nicht viele Geschichten im Feuer. Außer bei den Feuerriesen vielleicht. Aber die reden bestimmt nicht oft mit Fremden. Und es wurde schon ewig keiner mehr gesehen. Oh, hier ist doch gleich was zum Einsammeln. Aber leider nur ein bisschen Hacksilber. Ah ja, nach unten kommen wir auch nicht. Oh, das sieht schön aus. Es war alles ein bisschen verbrannt hier. Die Frage ist, können wir hier überhaupt schon irgendwas machen? Oder sollen wir hier noch gar nicht hin? Das ist die Frage, ne? Was gibt's denn hier zu entdecken? Okay, die Aufgabe ist aber abgeschlossen. Jetzt wollen wir uns aber trotzdem mal hier ein bisschen umsehen. Aber noch sind hier keine Gegner. Die Welt des Feuers. Oh mein Gott, nicht, dass hier ein weiterer Drachen ist. Geheime Reich entdeckt. Muspelheim. Karte aktualisiert. Hey, was machst denn du hier? Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reisen ist kinderleicht. Okay. Und dann wollen wir diese Tür mal erwecken. Okay, wir könnten jetzt theoretisch gesehen da zurückreisen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja hier ein bisschen umsehen. Hier ist noch eins. Der hier heißt Sutr, ein Feuerriese. Er macht ein Feuerschwert. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Mehr als nur Mythen. So, wir sollen ja alle Schreine finden. 6 von 11. Oh Gott, okay. Gibt's hier überhaupt irgendwo was zu entdecken noch? Wir schauen einfach mal. Ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Hoch oben, Vulkan erklimmen. Okay. Die Stimme! Gleich hier um die Ecke! Oh! Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind? Fürs Training? Eigentlich wollten wir den Vulkan erklimmen, oder? Aber das sieht eher aus wie eine Kampfarena hier. Na, wir gucken einfach mal. Schließe die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücke X, um die Herausforderung anzunehmen. Drücken Sie, drücke, um sich aufzuwärmen. Das Tor ist zu. Mach dich bereit, Junge. Okay. Okay. Bleibende Gegner 12.
Okay. Sehr gut, verbleibende Gegner 8. Bleiben die Gegner 6. Noch ist alles gut. Noch nicht bereit, leider. Oh Gott, okay. Muffelsheim-Prüfung abgeschlossen. Oh, und wir haben sogar was bekommen. Sehr schön, dann wollen wir doch mal da reingucken. Wir haben auf jeden Fall die nächste Arena freigeschaltet, weil wir die Herausforderung gemeistert haben. Okay. Wollen wir noch eine Herausforderung? Wollen wir noch eine Herausforderung machen? Oder können wir nur die gleiche wieder machen? Sei bereit, Junge. Das bin ich. Okay, nächste Stufe. Gegner werden wiederbelebt, wenn andere Gegner noch leben. Okay, Welle abgeschlossen. Lass mal diese komische alte Waldfächer weg. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Ach, Mann. Weg mit dir. Scheiße. Okay, ich muss diese alle komische Fee. Jetzt kommt dieser Troll wieder. Komm schon, jetzt muss ich die da Tintenblatt machen.
Mann! Eieiei, das ist natürlich ein... Das ist natürlich ein heftiger Kampf. Okay, Welle abgeschlossen, wachsam bleiben. Das war heftig. Hui. Oh nee. Die muss ich ja alle irgendwie mit in Schlacht, sonst kommen die immer wieder, ne? Wo sind die anderen Viecher hin, ja? Ah, jetzt werden die wiederbelebt. Ah, Mann! Gegen so viele kleine Gegner ist das ja... Puh, meine Güte, das war jetzt aber wirklich echt heftig, muss ich sagen. Am liebsten will ich nicht noch eine Prüfung machen. Aber ich vermute mal ganz stark, dass es hier noch eine Prüfung geben wird. Aber das mit dem Wiederbeleben ist schon echt krank. Dass man die Gegner erst platt machen muss, dass man die alle gleichzeitig vernichten muss eigentlich, ne? Okay, Moment. Da sind wir hergekommen. Und hier könnte ich ja jetzt theoretisch gesehen zur nächsten Arena gehen, oder? Müsste ja das neue Schwert hier oben dann sein. Also, niemand lebt hier, oder? Wir sollten uns weiter umsehen. Nee, hier lebt wirklich niemand, Kleiner. Aber wir wollten eigentlich nur auf dem Vulkan hochklettern, ne? Okay, erstmal hier bitte das Tor aktivieren. Und bevor wir vielleicht die nächste Arena machen, machen wir dann wirklich auch mit der Hauptmission weiter. Also wir können auf jeden Fall da zurückreisen und da zurückreisen. Neuer Ort entdeckt. Und hier ist das nächste Schwert. Ja. Oder wollen wir die Prüfung erstmal machen? Na komm, eine probieren wir mal noch. Eine probieren wir mal noch. 5 Minuten Prüfung 2 nochmal. 5 Minuten überleben. Okay, das sah ja eigentlich ganz gut aus hier, ne? Sehr gut. Also,
Ah. Wie jetzt? Gestorben? Das gibt's doch nicht. Alles wird gut. Die hässlichen Viecher, die auf Feuer spucken, ey. Uhr 20 muss ich noch überleben. Sind aber alle vergiftet hier irgendwie, oder? Wölfe 1,13 noch überleben. Ah, du Feuerspucker. Scheiß Wolf. Ach du Shitty! Ach Mann! Oh, das gibt's nicht. 17 Sekunden überlebt. Ah. Ui, die Prüfung ist echt heftig. Die ist echt heftig. Ach nee, möchte ich aber jetzt nicht nochmal machen, muss ich ganz ehrlich sagen. 5 Minuten hier überleben war schon echt krass. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal zurück und Atreus, folge mir. Klettern vielleicht nochmal auf den Vulkan, aber da wird es wahrscheinlich auch nur eine Prüfung geben. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall ist das hier so ein Challenge-Raum, wo wir verschiedene Prüfungen machen können, müssen und ein bisschen XP und sowas formen. Also wie gesagt, die erste Arena haben wir abgeschlossen. Die zweite Arena, ja. So, mal gucken hier, wir sollen ja auf den Ah, hier gibt es eine Truhe, sehr gut. Die holen wir uns auf jeden Fall. Und dann sollen wir bis auf den Vulkan kommen. Aber wie gesagt, dann müssten wir hier noch so eine Prüfung machen, bei der wir 5 Minuten überleben. Und das war schon echt heftig. Von daher würde ich sagen, gehen wir zurück und machen im nächsten Part dann halt endlich die Hauptmission. Da müssen wir zurück. Moment. Nach unten. Okay, haben wir immerhin einiges hier erkundet.
erkundet. Kann man mit dir vielleicht nochmal sprechen? Kannst du vielleicht... Sag mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Nicht wirklich. Okay, also wir sollen uns ja auf jeden Fall, denke ich mal, bis hier hocharbeiten irgendwo. Wir haben definitiv eine Arena ja geschafft. Meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. So, was haben wir denn hier? Oh, Stärke 4. Stärke 10, Abwehr 34. Nein. Hier haben wir Stärke 24, Abwehr 31. Ich würde sagen, komm. Wir nehmen die Brustrüstung und rüsten die auch gleich aus. So, was haben wir denn hier? Stärke 18, Abwehr 24. Da fehlt mir aber schwillende Glut. Deswegen kann ich die noch nicht nehmen. Hier steigert sich zwar ein bisschen unsere Stärke. Aber wir sind halt, wie gesagt, erst Level 2. Kann ich aber nicht herstellen, nicht genug Ressourcen. Der steigert auf jeden Fall auch ein bisschen was. Aber da haben wir auch nicht genug Ressourcen. Schade. Verlieren wir zwar 2 Stärke. Ich weiß gar nicht, was für einen Abknopf wir haben. Ja, 3 vergleichen. Wir haben 6, 6, 6. Und hier wäre Stärke geht 1 nach unten. Aber wir nehmen den trotzdem mal. Und rüsten den aus. So, Talismänner. Kann man sowieso nicht herstellen. Das geht ja alles nach unten hier. Okay, Brustrüstung. Die kann ich auch nicht verbessern, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Wir brauchen diese schwellende Glut. Die könnte ich jetzt verbessern. Aber ich habe ja die angelegt hier zurzeit, ne? Leichter Runenangriff, die haben wir jetzt. Die steigert natürlich auch ein bisschen alles, ne? Damit wirst du sicher Spaß haben. So, rüsten wir mal gleich aus. Hoff doch mal, wir kommen bald Stufe 3. Abwehr 12. Den haben wir gerade angelegt, Stufe 3. Okay. Tamurs Atem. Nicht genug Ressourcen. Zauber. Oh mein Gott, da haben wir aber viele Zauber hier. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Ja, wir gehen ja schon. Ist ja gut. Ich möchte diesen Ort endlich verlassen hier. Und dann machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter. Das war mal jetzt so eine kleine Prüfung hier. Wir haben uns ja, weiß ich nicht, teilweise ganz gut geschlagen. Aber die letzte Prüfung mit dem 5 Minuten Überleben, da haben mir 17 Sekunden gefehlt. Das war echt schon heftig. Gut, dann geht's zurück jetzt. Dann geht's zurück. Lass mal ein bisschen weiterkommen. Wir werden natürlich unsere Kräfte verbessern, das ist ja klar. So, also. Einmal hier an den Tisch. So, Warnerheim nicht verfügbar. Wir wollen wieder zurück. Und zwar, nee, nach Alfheim nicht.
Nach Vanaheim möchten wir. Welt nicht verfügbar, was? Asgard ist auch nicht verfügbar. Alfheim ist verfügbar. Jütenheim. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenruine kann niemals funktionieren. Hä? Die kommen nach Alfheim nur zurück. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Weil ich will ja eigentlich zurück zu den Turmen. So, erledigte Gefallen. Prüfung schwer, Prüfung normal. Okay. Wir sollen ja aber eigentlich auf den Berg, ne? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Sie müssen das Licht von Alpha erlangen, um den schwarzen Arm zu zerstreuen, um den Berg zu erreichen. Zurück durch den Turm. Hä? Zum Berg zurückkehren? Habe ich jetzt irgendwie... was verpasst? Das habe ich doch eigentlich schon gemacht, oder? Das habe ich doch eigentlich schon gemacht. Vanaheim, Midgard ist der Mittelpunkt. Ach, ich will ja nach... Ach, ja. Ich will ja nach Midgard zurück. Ach, Mann. Das ist halt immer der Fehler, den ich hier mache. Ich denke, ich muss in die irgendeine Welten. Aber das ist ja nur, um hier Welten zu bereisen. Und ich will ja nach Midgard zurück. Da muss ich auch hin. Da muss ich ja auch hin. Wir müssen ja zum Berg gelangen, ne? Richtig. So, da sind wir wieder. Dann geht's hier raus. Ja, sehr gut. Kann ich die mögen eigentlich? Oh ja, kann ich. So, wir sind jetzt wieder hier, genau, und wir müssen hier nach vorne. Ja. Was ist das hier eigentlich? Da, an der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Konzentriere dich. Das wäre ein Knauf für wenig. Basta! Ich bin noch nicht so weit. So, weg mit euch, ihr hässlichen Viecher. Das war gut, oder? Du bist... Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber es ist ein Name. Rota! Wow, der Name hat sie entfacht. Ich kenne diesen Namen nicht. Ich auch nicht. Gute Frage. Okay, da sollen wir hin. Zurück. Aber das machen wir im nächsten Part. Dann gehen wir endlich zu der Tür und machen die Hauptstory weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da.
Dann können wir weiter mit Atreus und Kratos diese Reise bestreiten. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.